Cooles Bild übrigens hier, ne? Ja, das ist der Einstieg in unser LernOS Convention Design. Wir Sehr werden ja cool. dieses Jahr komplett im Star Wars Look sein, nachdem wir Aha. weiß nicht, wer die ersten Male dabei waren. Am Anfang, erste Jahr waren wir im Design vom Hard Rock Café. Zweites Jahr waren wir in All Stars, also Ja. Converse. Ja. Letztes Jahr haben wir so ein bisschen geschwächelt, hat man nicht viel Zeit, um uns um Design zu kümmern. Und dieses Jahr ziehen wir das Star Wars Theme durch. Ja, super. Genau, Also, da ja. müssen wir noch, Motto ist immer noch gut. Gadgets besorgen. Ja, ich kann kann mal hier in die Kamera halten. Ich bin mit der Tochter schon am Bauen. Der Darth Ah. Vader ist schon fertig. Ja, okay. Und der Werner aus dem Orga-Team ist schon am 3D-Drucken für die Ja. Giveaways. Und es ist bald Fasching, das heißt, Ja. ne, da kann man sich ausstatten, Kostüme, Leute, genau. ne? So ist Also. es. So ist es. Thomas, du hast gesagt, du hast ein Thema noch mitgebracht. Sollen wir das mit auf die Agenda noch schreiben? Ja, gerne. Der Gerd würde vielleicht sogar mitmachen. Haben wir einen Gerd gesehen hier. Ja. Und zwar, Digitale Trainingsguide. ja, genau. Dann, wir haben ihn also inhaltlich fertig. Also ich glaube, das muss man so ausdrucken. Ich habe gedacht, Gerd, ich lese den heute Morgen mal kurz durch. Ich bin jetzt bin bei Seite 7 von 60. Also ich habe doch einiges noch angepasst und bin jetzt Okay. doch nicht so schnell durchgekommen, wie vielleicht erhofft. Aber wie auch immer, wir haben den zu 95% fertig, würde ich sagen. Ja. Dann nehmen wir das mal direkt mit auf. Übrigens, Marianne, ich habe euer jetzt noch hochkopiert. Der Beitrag war nicht in Wiki-Modus geschaltet, deswegen konnte man den nicht bearbeiten. Ja, Sorry. ich bin schier verzweifelt. Ja, aber Man lag denkt nicht bei dir. natürlich immer mal selber dran schuld. Also Lag nicht bei du dir. mit deiner Hightech-Kompetenz, Nein, also, nein, 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 nein. Nein, dass nein. dir das mal passiert. Genau, also steigen wir mal ein. Ich habe ein paar Themen mitgebracht, so viel sind es heute, glaube ich, nicht. Zum einen ganz kurz das Update von der LernOS Convention. Wir hatten ja letzte Woche unser Audio-Barcamp, das hat so unsere Ressourcen ein bisschen gebunden. Steigen jetzt so richtig ein in Planung LernOS Convention. Sehe ich jemanden aus dem Orga-Team? Nee. Das sind, falls jemand noch dazustoßen will, jetzt freitags immer 10 bis 10:45 die Orga-Team-Treffen. Sind wir ja am 5. 6. Juli in Hybrid, hier in Nürnberg auf der Burg und remote. Und da werden wir jetzt so richtig in die Vorbereitung einsteigen. Wahrscheinlich so ab Anfang Mai werden wir da auch die Werbetrommel richtig rühren. Jetzt sind noch viele Planungsthemen. Und was ich euch mal zeigen wollte, ne, wir haben The Re-Return of Knowledge Management als Thema, angelehnt an The Return of the Jedi natürlich. Und fahren da entsprechend dieses Jahr das Star Wars Design und werden auch viele Gimmicks haben von Raumbenennung. Der Merch-Shop ist jetzt online mittlerweile, also man kann schon, heute früh war schon der Christian in dem Call, hat sich schon mit T-Shirt irgendwie bestückt. Und wir sind dabei, falls da jemand mit Slack-Expertise im Netzwerk ist, das Slack-Netzwerk hochzufahren. Also wir haben uns relativ lange Gedanken gemacht, wie wir dieses Hybrid-Setting abbilden. Na, in den letzten 2 Jahren hatten wir immer so 2D-Tools. Im ersten Jahr Remo, im zweiten Jahr Work Adventure. Und wir sind eigentlich übereinstimmend dazu gekommen, dass wir gesagt haben, für Hybrid, HHD, taugen diese 2D-Tools nicht mehr so gut, weil die Leute, die vor Ort sind, natürlich nicht ihren Avatar irgendwie über so eine 2D-Landkarte bewegen. Und deswegen sind wir auf den Gedanken gekommen, dass wir quasi für die virtuellen Räume und den Austausch zu den Themen auf ein chatbasiertes System gehen, haben uns da verschiedene angeschaut, unter anderem Rocket Chat und Matrix und auch Slack. Und sind eigentlich bei Slack hängen geblieben, wollten uns da jetzt noch das MOSFest anschauen von der Mozilla Foundation. Das war jetzt vor 2 Wochen. Ja, und die haben ein Event gefahren darüber. Ich habe hier gerade mal das Netzwerk aufgemacht im Screenshare. Ja, da kann man sehen, da waren knapp 5000 Leute. Oben rechts ist das eingeblendet. Haben die sozusagen darüber gemacht mit dem Helpdesk innen drin und dem ganzen Chat rund um die Sessions und so weiter. Und das hat super gut funktioniert. Und hatten auch einen Bot, der die Leute, wenn sie reinkommen, willkommen heißt, der sie anregt, sich im Introduction-Channel vorzustellen. Da gibt es ja hier so Introductions, da konnte dann jeder so 4 Fragen beantworten. Und da war so richtig Leben in der Bude. Und dieses Event quasi, das MOSFest und wie die das gemacht haben,
zusammen mit der FOSDEM. Das ist so eine Open-Source-Konferenz. Die haben es auf Matrix gemacht, aber die hatten auch viele gute Ideen, wie man das in so einem Chat begleitet, wollen wir quasi verwenden, um jetzt für die LOSCON ein Slack-Netzwerk aufzubauen. Und nachdem bei uns jetzt relativ viele Leute schon aufschlagen mit Mitfahrgelegenheit, wollen wir nicht zusammen Airbnb buchen und so Geschichten, haben wir gesagt, dass wir das möglichst schnell jetzt starten wollen. Wir haben heute früh im Orga-Team besprochen, dass wir jetzt uns einmal nochmal den Gerd versuchen einzuladen von dem LLL-Netzwerk. Das ist einer, glaube ich, der Gründer von der Slack-Community in München, Slack-User-Group. Und der kennt so alle Schrauben, Ecken, coolen Features innerhalb von Slack. Und mit dem wollen wir jetzt nochmal die Ideen, die wir haben, durchsprechen und gucken, was er noch für coole Ideen hat. Dann wird man das vorbereiten und dann wird man auch an alle, die schon angemeldet sind, wir haben schon über 50 Anmeldungen, das auch rausschicken, ne, dass die Leute da alle schon reinkommen können und sich auch für Sessions absprechen können und so weiter. Cooles Feature, was wir jetzt über den Weg erst entdeckt haben. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Slack Huddle. Huddles in Slack. Kennt das jemand? Kennt niemand? Huddles in Slack ist quasi Clubhouse in Slack. Also das heißt, man kann in einem Kanal sagen, start a Huddle. Und dann geht sozusagen ein Audio-Chat auf und da können bis zu 50 Leute gleichzeitig drin sein. Ja, und das ist die Idee neben den Sessions für diese ganzen Flurgespräche. Ne, wenn man sagt, ah, wir haben in der Session über das und das Thema gesprochen, das wollen wir jetzt nochmal weiter besprechen oder auch dann auf der Abendveranstaltung. Ne, irgendwie stehen normalerweise so Grüppchen zusammen oder sitzen zusammen. Und das wäre natürlich schön, wenn auch Remote-Grüppchen mit Leuten vor Ort zusammensitzen können. Dafür haben wir die Idee, dieses Huddle-Feature zu verwenden, weil du da genauso einfach wie bei Clubhouse einen Kanal aufmachst, startest den Huddle, jeder, der da reinkommt, sieht das, ist mit einem Klick quasi in dem Audio-Chat drin, so wie man das von Clubhouse und Twitter Spaces und so gewohnt ist. Also falls da jemand Slack-Know-how hat oder Interesse hat, sich in Slack ein bisschen reinzunörden oder einfach da auch nur mitdenken will, könnt ihr gerne da bei mir anklopfen oder übers Orga-Team anklopfen. Das wird jetzt so in den, wir laden den Gerd, werde ich versuchen, fürs nächste oder übernächste Mal einzuladen. Und dann wird das so ab ja, Mitte, Ende April, denke ich, starten. Sag Gedanken noch zu? Oder auch Erfahrungen, wo er sagt, Veranstaltungen gemacht mit Slack parallel hat gar nicht funktioniert oder hat super funktioniert oder denkt auf jeden Fall daran. Nicht. Ich habe mir gerade gedacht, dass es wahrscheinlich schwierig ist, dann so hybrid zusammenzumachen, also so Grüppchen zu haben. Also du brauchst ja irgendwie dann ein Device von den Leuten, die vor Ort zusammen sind, die dann die Remote-Leute irgendwie noch dazu kommen. Ja. Ja, für abends haben wir gedacht, man könnte im Rahmen der Abendveranstaltungen die Breakout-Räume nutzen. Na, wenn man jetzt sagt, da hat man tatsächlich eine größere Gruppe. Ich hatte es aber neulich bei einem anderen Event tatsächlich auch schon mal, da war ich zwar physisch und zwei andere waren auch physisch in so einem Audio-Chat, aber wir standen auf der Veranstaltung gar nicht physisch zusammen, sondern hatten halt hier so ein Headset im Ohr und sind quasi einfach rumgelaufen, sind uns zufällig über den Weg gelaufen und fanden es witzig, dass wir in der gleichen virtuellen Audio-Chat-Gruppe drin waren. Klar, aber das ist, da muss man schauen, ja. Auch mit dem, auch wenn du nebeneinander stehst, dann hörst du die Leute ja direkt und hörst sie zusätzlich nochmal über Slack. Also auch da, wenn ihr Ideen noch habt, was man da noch machen kann, um diese Hybrid-Erfahrung besser zu machen, immer her damit. Ne, wir haben jetzt im Mai das Corporate Learning Camp, wo wir auch schon viel ausprobieren, 24., 25. Mai. Also da haben wir bis Juli ja noch ein bisschen Zeit zum Lernen. Genau, also das ist das. Dann vielleicht kurzer Rückblick auf das Audio Barcamp. Da war ja auch der LernOS Podcasting Guide unter anderem Thema. Vielleicht war da jemand dabei von euch? Ich glaube nicht, ne? Thomas war dabei. Doch, ja, klar. Thomas war dabei. Genau, wie fandst du es? Cool. Also war eine coole Erfahrung. Also ich glaube, was bei allen im Vordergrund stand, war, dass es halt nur Audio war. Ja. Und dass dann ganz viele Bilder von Leuten auch auf Twitter und so hat man gesehen, die waren dann spazieren oder wo auch immer. Ich war auf der Terrasse eine Weile
Und ich glaube, das war eine, neben den Inhalten, die auch gut waren, so zum Thema Storytelling, und kommt dann immer halt drauf an, da gab es ein paar Basic-Sessions, das war halt, fand ich jetzt für mich nicht so toll, aber für manche war es echt super. Aber ich glaube, gerade das nicht am Video, auch nicht ortsgebunden zu sein, da hat man echt das Feedback auch im Panel dann gehört. Ja, das war nicht so ermüdend wie die ganze Zeit Videokonferenzen. Mhm. Also ich glaube, das, oder? Also das, ja, fand ich also so eins, was echt hängen geblieben ist, neben den Inhalten. Also wir hatten eine gute Session vom Karl-Heinz. Storytelling ist natürlich schwierig im Gesprächspodcast, aber trotzdem eine gute Reflexion. Und ich fand auch schön, es gab viele Bilder auf Twitter von Leuten, die halt draußen unterwegs waren, ne? Irgendwo in der Natur. Das Wetter war zum Glück schön und es war warm. Wir hatten anders als beim letzten Mal, da haben wir Mumble als Tool verwendet, was so ein Audio-Chat-System ist, was aus dem Gaming kommt. Und haben dieses Mal jetzt einfach Microsoft Teams verwendet. Und es waren aber die Teams-Konferenzen so eingestellt, dass man keinen Screenshare machen darf und kein Video, also keine Webcam einschalten darf. Das hat gut funktioniert, und was uns die Arbeit total erleichtert hat, wir haben so eingestellt, dass alle Sessions automatisch aufgezeichnet werden. Das letzte Mal war ich in Person hier und es standen so 5 Rechner, die in den Sessions waren, und ich habe immer Record gedrückt und am Ende wieder Stopp, was dazu geführt hat, dass ich kaum draußen unterwegs sein konnte. Und das lief jetzt alles komplett vollautomatisch und hat auch geklappt. Es sind alle Sessions aufgezeichnet und der Großteil schon veröffentlicht. Das zeige ich euch gleich noch. Aber der Gerd hat die Hand gehoben. Und wir haben ja parallel lokal aufgenommen, ne? Ja. Die Qualität war auch gut, ne? Dann, also, wir haben halt dann die lokale Aufnahme gehabt. Da ist ja immer interessant zu gucken, ne? Kann man so ein Live-Event auch aufnehmen und dann schneiden und dann als Konserve, als Podcast veröffentlichen. Ich fand, das war auch okay. Also. Genau. Gerd, du hast die Hand noch oben. Ja, genau. Also ja, ich habe auch an der Session spazieren gehen teilgenommen. Das ist eine schöne Sache, also definitiv eine Abwechslung. Was mir jetzt so rückblickend noch irgendwie aufgefallen ist, vielleicht ist das sogar Absicht gewesen, die Themen auf der Agenda, die haben sich eigentlich alle auch mit dem Thema Audio beschäftigt. War das Absicht? Ja, absolut, ja. Das ist so eine Art, könnte man sagen, selbstreferenziell, ne? Also auf der Landingpage war hier so das Themenportfolio aufgespannt, ne? Die große Überschrift war Audio und Podcast in Organisationen. Mhm. Und dann ist es halt so ein bisschen runtergebrochen, ne? In der Unternehmenskommunikation, zum Wissenstransfer, in Weiterbildung, interne Podcast-Plattformen, ne? Dediziert oder Office 365. Welche Hard- und Software brauche ich und wie lerne ich es? Ne? Da hat man den Podcasting-Leitfaden zum Thema. Also so ein bisschen quasi das Barcamp, was in Audio ist und für die Audio-Leute ist quasi, ne? So kann man sagen. Das stimmt. Genau, vielleicht zeige ich euch noch den Link hier, der führt euch auf eine Wiki-Seite. Da haben wir die ganze Doku gesammelt. Also da gibt es hier eine Playlist, ist das. Wir hatten ja wieder eine Woche vorher so eine Einführungssession, wo es auch Impulsvorträge gab. Das war alles mit Video und Screenshare, die sind hier verlinkt. Und hier nach unten ist der Sessionplan gewandert, ne, da sieht man die einzelnen Sessions. Und ist auch, wenn man hier quasi auf die Session draufklickt, auf Podcast, dann findet man quasi den Podcast zu der Session. Ne, also hier kann man sich jetzt in Audio das anhören. Die meisten landen bei uns im Podcast. Euren Thomas haben wir natürlich zu euch hin verlinkt, ne? Da klicke ich mal hier drauf, da landet man dann im Educational Newscast auf der Episode. Auch spannende Erfahrung, ne? mit N-1-Schalte, ihr hattet ja quasi im Recording eure Stimmen, wenn Leute Fragen gestellt haben, waren die nicht drauf, ne? Da waren wir froh, dass wir es nochmal, du bist gemutet, Thomas, dass wir es nochmal als parallele Aufzeichnung hatten. Ja, da haben wir zu spät dran gedacht. Ja. Sonst hätten wir es, du kannst es auch moderieren, aber dann musst du es halt machen. Ne? Ja. Also war dann zu viel Multitasking. Ich glaube, wir hatten es uns sogar vorgenommen, aber dann war doch. Genau. Und wir haben das gemacht und wir haben zusätzlich noch auf FÜD, das ist ja so eine Podcast-Kurationsplattform, haben wir quasi eine Kuration angelegt, wo alle Sessions drin sind, ne, wo die ersten zwei sind Eröffnung und Abschluss. Und jetzt werden quasi, ich glaube, bis Samstagnachmittag werden die Episoden alle ausgespielt. Also es fehlen noch 4. Heute müsste eine früh rausgegangen sein, heute Nachmittag, und morgen nochmal 2. Das heißt, ab nächster Woche ist das vollständig. Was ich auch interessant fand, du merkst dann teilweise auch an den Beiträgen oder
Ja, an den Inhalten vor allem, das ist oft so, ne? Es wird reflektiert stark, woher die Leute kommen. Also viele, gerade so der Podcast Urgesteine, die kommen eigentlich eher so aus dem Radio, ne? So ein Alex Wunschel. Ja. Und die haben einen ganz anderen Anspruch. Oder manche machen professionelle Podcasts als Service. Klar haben die einen anderen Anspruch oder sehen die Podcasts als was anderes wie wir, wo wir vielleicht eher so als Wissenspodcast, auch so Community treffen und so. Ja. Ist ja schön, ne? Die Vielfalt. Ne? War bunte Mischung. Auch die ist leider, durfte nicht aufgezeichnet werden vom Dirk von der Deka Bank. Podcast in der Krisenkommunikation. Das war auch hochspannend, wie du, wenn so heiße, emotionale Themen, die kommuniziert werden müssen, ne? Die du halt über Text schwierig kommuniziert bekommst, wie sie das nutzen. Also sehr breite Mischung. Marianne? Ja, wir haben bei uns im Leitfaden eine Woche Audio Only und als du jetzt Slug Huddle, ne, heißt das, genannt hast, da habe ich mich gefragt, kann man das überhaupt empfehlen, so im Sinne, oder kriegen die da nicht, wie zum Beispiel bei Zoom, manche Unternehmen da auch Probleme genau mit diesem Tool? Also es ging so, die Frage habt ihr auch besprochen, welche Tools man im Unternehmenskontext gut einsetzen kann. Naja, wir hatten ja letztes Jahr tatsächlich Mumble auf einem eigenen Server verwendet, was einen gewissen Aufwand gemacht hat. Und ursprünglich wollten wir fürs zweite Audio-Barcamp Discord verwenden. Mhm. Und da gab es tatsächlich die Rückmeldung, dass das in mehreren Firmen geblacklistet, also verboten ist. Mhm. Ja, und haben uns dann eben für Teams umentschieden. Jetzt bei Slack ist es so, wir sind ja selber gerade von Akademie-Seite am Umsteigen auf RocketChat als Chat-Plattform, also dieses chat.cognion.de und machen jetzt im ersten Halbjahr so einen Test damit und wollen dann im zweiten Halbjahr umsteigen, haben uns aber für die LernOS-Convention dagegen entschieden, weil das ein Tool ist, was sozusagen nochmal eins weiter weg ist von den Leuten als Slack. Viele haben Slack im Einsatz und ist schon so einigermaßen geübt, wo wir dachten, wenn man das ein bisschen begleitet, kann das gut funktionieren. Aber es ist natürlich, so wie du sagst, das ist so, wie wenn du LinkedIn nutzt. Ne? Das ist eine amerikanische Firma, die Server stehen nicht auf deutschen oder europäischen Boden. Du musst deren Nutzungsbedingungen akzeptieren. Deswegen wird man an der LernOS Convention, an den Sessions, das werden wieder Teams-Konferenzen sein, den Livestream wird es wieder über YouTube geben, auch teilnehmen können, ohne in Slack zu sein. Ne? Das ist optional. Aber das war uns ein bisschen zu heiß, wenn wir noch nicht viel Erfahrung haben mit dem Betrieb von dem RocketChat, sozusagen sicherzustellen, dass das 200, 250 Leute ab kann. Und wie gesagt, auch dieses, viele haben halt Slack auf ihrem Rechner und RocketChat eben noch nicht. Genau. Soviel zu dem Audio-Barcamp. Wird es auch nächstes Jahr wieder geben. Also wir sind gerade schon in Terminsuche. Man merkt ja, dass so Audio immer mehr kommt. Es kommt jetzt hoffentlich auch mit dem Microsoft Stream 2.0, also dem Umzug von Stream auf die SharePoint-Plattform, auch die Audiofunktion und der Audio-Player. Und man merkt, das ist jetzt kein Thema, was so Hockeystick-artig wächst, also so exponentiell, aber was doch Stück für Stück einfach zunimmt. Deswegen werden wir das fortführen. Okay, dann können wir auf den Leitfaden von euch, Thomas und Gerd, kommen. Was wollt ihr, was fragen, was erzählen, was sagen, was zeigen? Also wir haben, glaube ich, den auch schon mal vorgestellt, ein, zwei Mal. Ja. Ich denke, wir sind jetzt eigentlich fertig, haben alles in ein Word-Dokument gepackt. Ein, zwei Kollegen, glaube ich, Gerd, du und die Bianca haben ihn dann schon mal durchgelesen. Ich bin gerade noch mal dabei. Ich habe gedacht, ich bin ein bisschen schneller durch, habe ich schon vorhin gesagt, dauert doch ein bisschen länger. Aber ich meine, ich kann mal ganz kurz fern, um mal drüber zu fliegen und die Struktur zu zeigen. Da können wir auch noch in der Zwischenzeit erwähnen. Also wir hatten einen sehr aktiven und hilfsbereiten Pilotzirkel mit Vertretern von unterschiedlichen Firmen, die also wirklich von Anfang bis Ende durchgelaufen sind und auch zusammengeblieben sind, denen wir dann noch eine Retrospektive gemacht haben und die uns zu jedem Kapitel Feedback gegeben haben. Also das war schon eine schöne Erfahrung und ist dann jetzt auch in die Überarbeitung mit eingeflossen. Okay, sehr cool. Mit Bekannten, das war interessant, da waren Leute dabei von der Lufthansa, die kannten LernOS nicht und da war der Moritz Meissner oder der Tobias Silke
wer ist er? Müller-Zielke. Ja, genau. Müller-Zielke. Müller-Zielke, ja. Waren dabei, also die das Thema eher schon kennen. Also ich denke, es war auch ganz interessant. Und tatsächlich, die Lufthansa-Vertreter, die waren so angetan, dass sie jetzt so das Thema Lernzirkel und auch Lernost im Unternehmen ausrollen wollen. Schön, cool. Sehr gut. Also auch auf also Gerd und ich, wir hatten ja auch schon mal zusammen Circle durchlaufen, den Sketchnoting, und wir haben das auch so ein bisschen einfließen lassen. Und ich glaube halt auch, weil so viele Leute dabei waren, also es wäre vielleicht auch schon Lessons Learned, waren wahrscheinlich fast zu viel, um das effektiv und schnell zu machen, aber ist jetzt halt vielseitig, vielfältig mit verschiedenen, also Blickwinkeln, haben wir jetzt auch 60 Seiten Content. Also ist echt schon ein fettes Brett, aber ich würde sagen, wir haben da echt einen Haufen Content drin. Das war auch so das Feedback. Da haben alle, auch die schon ein bisschen erfahren waren, doch noch was mitgenommen. Super. Und ja, hier ist die Inhaltsverzeichnis, Getting Started. Da haben wir dann auf LernOS verwiesen. Wir haben sie nicht zu tief zu LernOS rein. Ja. Planning und Scoping, dann Virtual Learning Design, ne? Also nicht nur halten, sondern auch Design und Preparation. Auftragsklärung ist bei Planning und Scoping dabei. Content Creation jetzt nicht so tief, aber schon auch die Inhaltserstellung. Und dann Deep Dives in Kommunikation, Engagement von Lernern und Kollaboration. Es war schwierig, wir haben da lang rumgemacht und haben es hin und her geschoben, weil das so überlappende Themen sind. Ist eigentlich oft die Frage gewesen, wie strukturieren wir es? Gibt sicher auch noch andere Ideen, aber ich denke, da irgendwann haben wir uns mal auch nach vielen Feedback-Loops drauf geeinigt. Wichtig. Ich glaube, in der wie strukturiert man es Schleife kann man tendenziell ewig hängen. Ja, genau. Und dann ist Pitstop und dann die Delivery und Moderation, dann Interaktion moderieren. Foster, also antriggern. Ja. Dann so Herausforderungen, Evaluation. Oh, da finde ich schon was. Endtransfer. Ich sehe jedes Mal noch was. Endtransfer. Aber es geht auch so um Transfer in die Praxis, gerade wenn du eher so Structure-Led-Sachen machst und dann die Retro. Und sehr cool. Also wir haben auch immer, also wir haben zum Beispiel dann, wir arbeiten mit so Canvas, sowas wie der LernOS Canvas, bei LernOS for You, aber wir haben ein bisschen angepasst, so für den eigenen Lernplan. Wir haben immer also so eine Struktur, was ist der Outcome, was sind die Katas, und dann, was ist für das Circle Meeting, was ist da die Agenda, ist auch immer ähnlich, also Check-in, Warm-up, Katas, Reflexion, Moderation für nächste Woche und Checkout und dann halt viel Text. Ne? Ja. Wir haben, das war auch ein Feedback, wir haben immer noch viele Sachen auch in so einem optionalen Bereich gemacht. Also ich glaube, in manchen Guides ist das in den Fußnoten. Wir haben das da einfach reingemacht. Ne? Was sind optionale weitere Links? Ich kann einfach mal durchspringen. Ne? Also es ist viel Text, aber ich denke, es ist extrem gehaltvoll. Wir haben dann auch nochmal ein Canvas für die Designphase, wo man dann in den Designwochen dran arbeiten kann, also in der Kata, dass jeder seinen eigenen Design-Canvas macht. Cool. Dann haben wir auch auf Mural, ist irgendwo im Appendix, haben wir Links. Also gibt es verschiedene. Dass man sich die runterkopieren und dann mit Post-its oder so arbeiten kann, ne? Stark. Ja. Toll. Soll ich noch irgendwo reinspringen? Also du sagst halt immer. Ja, du sagst viel Text. Die Bilder, die ihr drin habt, ist da die rechte Frage geklärt, dass wir die unter CC BY veröffentlichen können? Oder sind da auch so Bilder aus Google oder Stockbilder oder sowas dabei, wo wir Schwierigkeiten kriegen könnten? Ich glaube, es sind so ein, zwei Bilder. Ich glaube, die sind selbst gemacht hier. Das eine war der Harald. Genau. Ich glaube, die anderen Bilder, das sind das sind eingebundene Videos im Grunde genommen. Also da müssen wir dann, wenn wir dann Richtung Markup gehen, halt einfach nur die URL aufnehmen. Ja, Screenshot mit Link, ja. Genau. Ich frage deswegen, weil dadurch, dass das quasi in einem Repo liegt, wo unser Impressum dran steht, kommen die Stock-Foto-Owner immer mit ihren 1.000-Euro-Abmahnungen zu uns. Ja, dann.
Bisschen sind selbstgemachte. Aber wir können da unter dem Aspekt nochmal kritisch durchgehen. Ich glaube aber ehrlich gesagt nicht, dass da irgendwas dabei ist, was kritisch ist. Jetzt haben wir quasi. Mach du ruhig fertig. Nee, genau. Ich gucke gerade schnell durch nach Bildern. Das ist ein guter Punkt, Gerd. Da haben wir gar nicht dran gedacht. Das ist schon mal ein guter Punkt. Also viel Text und Links. Wir haben auch ein paar Quellen sind Audio, ein paar sind Video. Bildtext, genau, das war's. Also 60 Seiten, aber ich denke, es ist ein guter Inhalt. Sehr gut. Das heißt, jetzt haben wir die Aufgabe noch, das in Richtung LernOS-Format und Produktionskette zu kriegen. Ich hätte gerne Hadis Kopf mitgelauscht die ganze Zeit, weil der Hadi das ja für den Achtsamkeitsguide gemacht hat. Was sagst du, Hadi? Genau, ich habe schon dran gedacht an euch, arme Schweine. Vielleicht findet ihr jemand, der Lust auf Fleißarbeit hat. Ja. Das war jetzt schon krass viel Fleißarbeit, aber ich glaube, da müssen wir irgendwie nochmal ran. Ne? Ja. Also es ist halt, warte mal, ich zeige das mal, aber ich habe auch schon eine Idee, wie wir es machen könnten. Es ist ja so, dass die Leitfäden, nehmen wir mal, keine Ahnung, den For You. Wir haben ja hier quasi immer die einzelnen Kapitel. Also eine Aufgabe ist quasi, das Word-Dokument in Markdown zu überführen und alles, was in der Web-Version, kann man mal gleich am Beispiel zeigen. Ich gehe mal in den LernOS for You, meinetwegen Grundlagen Canvas beispielsweise. Also dieser Content hier auf der Seite, der muss quasi hier im so einen Texteditor auf, hier quasi als eine Markdown-Datei vorliegen. Ne? Weil nur was eine einzelne Datei ist, wird quasi auch eine Seite in der Webversion. Und dann wird es über die Produktionskette zusammengefahren und dann wird eben aus diesem Markdown, mache ich gerade mal PDF auf, ne, wird dann dieses eine Kapitel hier in dem Fall, wo ist der Canvas? Da. Ne? Das hier ist eine Markdown-Datei hier. Und daraus wird auch die Word-Version gemacht. Ne? Die wird quasi aus vielen Markdowns zusammengebaut. Und dieser Prozess, wenn man jetzt dieses Rückspielen von Word in Richtung Markdown, das kann man mit Pandoc machen. Da muss man so ein bisschen nacharbeiten, dass das Markdown sauber ist. Und dann muss man das Markdown in die einzelnen Kapitel aufteilen. Und da würde ich euch anbieten, dass ihr mir das Word-Dokument, wenn ihr sagt, ihr habt es soweit, dass man den Schritt jetzt gehen könnte, mal schickt. Weil ich habe ein, zwei Leute, die wollen für zukünftige Leitfaden-Teams so, Guides quasi sein, Helfer sein, wenn man jetzt ein Leitfaden-Team hat, was sich mit der ganzen Produktionskette und GitHub nicht so auskennt, die das begleiten. Und dazu müssen sie aber selber erstmal reinwachsen. Und ich könnte das quasi als ein Beispiel nehmen, um die da mit an der Hand zu nehmen, dass sie das mitmachen, ja, dass die das nicht von der Arbeitslast komplett bei euch liegt. Ja, super. Ja, super. Weil das ist wie der Hadi sagt, ne, da gibt's, es war ja das erste Mal, wo ich das gemacht habe, war es der E-Portfolio-Guide, glaube ich, von Marcel. Der war noch eine Stufe schlimmer, weil der war in OneNote und wir mussten quasi erstmal das OneNote als Word-Datei exportieren und dann hast du in OneNote diese Notizcontainer, die sind dann teilweise nebeneinander und dann hatten die da Smileys drin nebeneinander und das wird dir halt irgendwie total wild in Word schon dargestellt und in Markdown ist es dann noch gruseliger. Und das war schon so, glaube ich, ein Dreivierteltag Arbeit oder so, das hinzubekommen. Und dann waren auch noch so Sonderzeichen drin, die du im Quelltext nicht gesehen hast. Dann hat die Produktionskette immer Fehler geschmissen. Das war so ein bisschen wie wenn man Software debuggt. Ne? Also das waren bestimmt netto zwei Tage Arbeit, das zu machen. Für jemand, der es schon kennt, ne? Für jemand, der das noch nie in der Hand hatte, ist es entsprechend noch mehr. Aber das würde ich halt anbieten, dass wir das mal durchlaufen. Und ich würde die anderen beiden fragen und würde das halt so als Ausbildung irgendwie gleich machen für die. Ne? Wenn die dann das anfangen, damit beginnen, dann können sie mich einbinden. Also ich wollte mich eh mit dem Thema dann irgendwann beschäftigen. Also soweit Unterstützung immer von unserer Seite gebraucht wird, kannst du mich. Ja, sehr gut. Weil jetzt im Benchlearning war auch noch jemand da, der hat auch gesagt, er will das mal lernen, den würde ich da auch mit reinnehmen. Genau. Na, Marianne, du hast
Ja, du, also du hebst für Leadership Guy die Hand, oder? Genau, natürlich, natürlich. Und ich frage mich, warum der Felix und die Pibi nicht auch die Hand heben, weil wir tatsächlich, ne, also das ist für uns der Riesenberg. Und es ist, wir sind ja noch an der Pilotierung und machen das sukzessive, diese Überarbeitung. Könnten die zwei, die du nennst, eben da auch noch zur Verfügung stehen? Ist das vom Scope, also vom Zeitrahmen her, bei uns wird es schon eher Richtung ich sag jetzt mal, Frühjahr, Sommer. Ja. Das würde auch noch gehen, weil das nimmt also, uns eine Riesenlast weg. Also wenn es zwei Leute sind, ist natürlich gut, wenn die nicht beide das gleiche Projekt machen, weil dann haben wir Doppelarbeit. Ne? Dann kann man das gleich verteilen, dass jeder sein eigenes Projekt hat, ja. Ja, ja. Und das heißt, also auch vom Zeitlichen her, also wenn das, weiß ich nicht, im Juni, sage ich mal, sein könnte. Würde ich mit denen halt so besprechen, ne? Also von der Dramaturgie fände ich halt cool, wenn man einige Leitfäden auch zur Convention veröffentlichen, ne? Weil das ist, da hat man da wieder was zu berichten, ne? Also wenn man es quasi eher in Juni schiebt als in August. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist vom Timing, Gerd und Thomas. Naja, also der Inhalt steht ja so halbwegs. Von daher kann das relativ rasch beginnen. Die Frage ist, wie viel Aufwand jetzt von unserer Seite da erforderlich ist, jetzt mit dem CLC-Camp und Pfingstferien und was da alles so ansteht. Möchte mir eigentlich nicht mehr Stress als notwendig machen, aber wenn man das irgendwie ein bisschen verteilen kann auf mehrere Schultern, dann sollte man das schon hinkriegen. Ja. Naja, wenn wir halt vielleicht gucken, dass das eine eher so Ende April startet und bis irgendwann Mai fertig ist und das andere dann Mai, Juni läuft, dann glaube ich, na, dass es vielleicht nicht ganz übereinander liegt. Ne? Ich kann auch nicht einschätzen, wie viel Arbeit es ist, aber. Also ich. Ich habe jetzt ins Unreine gesprochen, ne? Also müssen wir noch besprechen, aber das ist ja schon mal eine Maßgabe zu hören, okay, da sind Leute oder auch diese Idee, das zur Convention eben dann zu präsentieren, ne? Da müssen wir einfach gucken, kriegen wir das hin, ne? Zeitlich. Aber die Aussichten sind klasse und hier nochmal. Aussicht auf Fleischbällchen. Ja, genau. Und hier nochmal zu eurem Leitfaden Digital Trainer. Das sieht total cool aus. Also ich habe gleich Lust bekommen drauf, ne? Da mal reinzuschauen. Sehr gut, danke. Sehr gut. Ja, was vielleicht sage ich das noch dazu. Was mir halt wichtig ist, ist, dass in den Leitfaden-Teams dann jemand da ist, der sich das zumindest ein bisschen mit anguckt und für die Maintenance quasi in Zukunft dann Sachen auch selber machen kann. Ne? Also was ich glaube, was wir als Struktur nicht leisten können, ist, dass man sozusagen immer, wenn neue Releases rauskommen, sozusagen jemand komplett dieses Paket übernimmt. Ne? Außer man sucht halt jemand speziell dafür und der sagt, er macht das. Ne? Aber da haben wir im Moment noch nicht die Strukturen dafür. Aber ich glaube, es ist auch, wenn man es einmal hat, das haben wir bei den Sketchnotern gesehen, ne? Die haben am Anfang, glaube ich, auch auf Google Doc geschrieben, und haben auch gedacht, sie kommen da irgendwie nie rein und ab dem nächsten Release ging es dann aber auch schon mit dem Repo ganz normal. Also das bisher ging das immer. Genau. Also da würde ich gerne meine Erfahrungen mit beisteuern, weil ich glaube, es gibt viele Pfade, das einmal zu konvertieren und dann anschließend gibt es genauso manche Pfade, wie man das pflegt und neue Versionen macht. Simon, zähl einfach auf mich, wenn du deine zwei Leute hast, die wirklich die Zeit investieren, da einfach noch Input zu geben, vielleicht den einen oder anderen Pfad dann auch auszuarbeiten, da bin ich gern dabei. Sehr gut, sehr gut. Ich würde es in diese Knowledge Jam Sessions eintakten, dass man da dann mal so 3/4 Stunde macht, ne, und sagt, man startet mit dem Word-Dokument und schaut mal, wie weit man kommt und das auch dann gleich mitrecordet, dass wenn dann neue Leute auch reinkommen, dass man im Prinzip auch gleich so ein kleines Recording hat, was man Leuten mit an die Hand geben kann, ne? So ähnlich, wie wir das für die Produktionskette schon mal gemacht haben. Okay, gut, sehr schön, dann freuen wir uns da drauf. Dann, wie gesagt, meldet euch, sobald ihr was habt, wo ihr sagt, damit können wir gehen, Thomas, Gerd. Und ihr könnt es ja nochmal besprechen, Marianne, und könnt mir auch eine Wasserstandsmeldung schicken, wenn ihr so grob die Termine wisst. Ja, also ich glaube, gucken nochmal ein, zwei Leute durch, also ich würde mal sagen, Ende nächster Woche oder spätestens nach Ostern sind wir eigentlich, haben wir es in einem guten Format. Ja, das passt perfekt, weil vorher geht eh nichts mehr, glaube ich. Ja, genau. Und irgendwann haben wir ja gesagt, ne, irgendwann müssen wir es mal
loswerden und dann können wir in einem Jahr nochmal gucken. Da könnten wir höchstens nochmal reden, drüber reden, wie das andere machen. Wir hatten ja da im Rahmen der Learning Curve Experience Challenge mal geredet, wie machen wir dann ein nächstes Release oder so, ne? Wie wird das eingearbeitet? Aber es ist eine andere Baustelle. Nächstes Release und wo wir ja gerade dabei sind, das soll auch hoffentlich dieses Jahr noch was werden, automatische Übersetzung in der Produktionskette. Na, da hatten wir ja diesen Test mal gemacht mit 8 Sprachen, das sah auch ganz gut aus. Na, da könnte man dann überlegen, ob man da dann eine deutsche Version zumindest mal noch macht. Na, das ist mit relativ wenig Nacharbeit, glaube ich, möglich. Aber das ist dann Zukunftsmusik. Jetzt bringen wir das Baby erstmal auf die Welt. Gut, dann habe ich eigentlich nur noch 2 kleine Sachen, da die 5er-Frage mit dem, wo der Leadership-Leitfaden ist, wann er kommt, das haben wir ja eigentlich schon besprochen. Das ist geklärt. Ich war bei Telekom Lex, Learning from Experts, zu Gast und habe da den Podcasting-Leitfaden vorgestellt und habe das auch als Video aufgenommen. Also das heißt, es gibt, das ist so ein bisschen versteckt, ich zeige euch das einmal, wie man da rankommt. Leitfäden, Podcasting. Wenn man hier hinten dieses DE durch ein DE Slides ersetzt, dann landet man hier zu der Präsentation, zu dem Leitfaden. Das werden wir in den zukünftigen Versionen auch noch verlinken, dass das von der Webversion zugänglich ist. Na, und dann hat man quasi eine Webpräsentation. Wenn man hier einmal auf F drückt, dann ist die auch im Vollbild. Dann kann man die schön präsentieren. Na, und da sind jetzt quasi die Vorstellungen des Podcasting-Leitfadens drin. Kann man als Link verschicken. Und der Vorteil ist, der zieht sich die ganzen Grafiken aus dem Leitfaden-Repo. Das heißt, wenn sich irgendwie im Lauf der nächsten Leitfaden-Releases mal die Grafiken ändern, muss ich es in der Webpräsentation nicht anpassen, sondern es ist direkt in der Webpräsentation wieder aktuell. Außer ich benenne das mal um. Ne? Und den Lex-Auftritt habe ich quasi verwendet, um den Foliensatz A mal fertig zu machen und habe ihn dann vorgestellt. Und da ist das, was ich hier verlinkt habe, ist das Video dazu. Also falls da jemand Interesse hat, könnt ihr euch das gern mal angucken oder verteilen als Einführung. Was vielleicht noch ein ganz interessanter Randaspekt ist, das war jetzt das erste Mal, dass ich in Teams mit der NDI-Funktion aufgezeichnet habe. Weiß nicht, ob das jemand interessiert. Ich sage mal einen Satz dazu, was das ist. NDI ist ein Standard, der sozusagen lokal auf einem Rechner, wenn Videoströme ankommen, diese Videoströme einzeln einem anderen Programm anbieten kann. Ja, das heißt, Teams, das lief jetzt über Teams, da hat man quasi einen eigenen Videostrom für das Screensharing, ein eigenes Videostrom für meine Kamera mit Audio und für jeden der Teilnehmer. Und ich habe jetzt einfach in OBS mir die 2 Videoströme reingenommen und habe das als so ein Side-by-Side-Video gemacht. Und falls jemand anderes von der Telekom Fragen gestellt hätte oder so, wäre der in dem Video überhaupt nicht zu sehen gewesen. Na, und damit kriegt man quasi ein sauberes Recording, eine saubere Produktion, die man komplett über OBS steuern kann und ist nicht angewiesen auf das Teams-Video und das, was bei Teams automatisch rausfällt, ne, wo dann ständig irgendwie die Bilder sich ändern und jemand anderes im Bild ist. Also falls da Interesse besteht, mal zu zeigen, wie das geht, könnte ich das bei einer der Knowledge Jam Sessions mal vorführen. Ja, das ist auch, mich haben jetzt viele schon gefragt, die so intern so Gesprächsrunden machen oder Meetups oder so und Probleme haben mit Audio-Video-Freigabe. Dafür ist das ein ganz cooler Kniff, wenn man quasi NDI und OBS verwenden kann. Genau, das ist der Punkt. Und dann hatte ich eigentlich nur noch diesen Punkt mit diesem Innovation-Leitfaden. Da wollte ich nochmal aufrufen, der, weiß nicht, wer letztes Mal dabei war oder wer es nachgehört hat, der Dennis von Bosch, der möchte einen Leitfaden zu Innovationsmanagement machen. Die haben jetzt an einem neuen ISO-Standard gearbeitet mit anderen Firmen, also es ist nicht nur Bosch, sondern andere. Und da kommt jetzt irgendwann die Norm raus und die wollen quasi einen Leitfaden machen, mit dem man dieses Thema Innovationsmanagement in einem Sprint lernt. Und der Dennis sucht noch Leute, die da mitmachen, die Lust haben. Da haben sich jetzt auch ein paar schon gemeldet. Ich wollte es jetzt einmal nochmal sagen. Ihr könnt einfach in die Kommentare vom letzten Call schreiben oder auch unter dem jetzt. Und ich werde dann nochmal einen Zusammenfassungspost schreiben und dann werde ich mit Dennis mal gucken, wie wir das aufsetzen, also wie wir da ein Team formen und das vielleicht in der Convention dann auch zu einer Session machen. Also falls ihr selber oder falls ihr jemand kennt, der irgendwie mit dem Thema Innovationsmanagement zu tun hat,
dann rührt euch da gerne. Ich finde es total spannend, weil Lernen bei vielen im Kopf immer verbunden ist mit Transfer von bestehendem Wissen, also eher so die Lehre in der Uni und nicht so sehr die Forschung, ne? Nicht so sehr die Generierung von neuem Wissen. Und da würde halt dieser Innovation-Leitfaden, glaube ich, eine schöne Lücke füllen, die wir bisher noch haben. Da haben wir noch nichts dazu. Genau. So, that's it. 2 Minuten haben wir Zeit noch. Dann können wir kurz noch drauf schauen, was jetzt in den 14 Uhr und 15 Uhr Sessions passiert. Die erste ist Mariana, da kannst du was sagen dazu. Ja, genau. Also eigentlich steht es schon da, ne? Voneinander lernen. Wir haben jetzt für die Leadership-Lernreise quasi so ein Summary gemacht, was wir so an Erfahrungen gesammelt haben, was hilfreich ist, wo Stolpersteine sind. Und wir würden einfach gerne von euch da noch Anregungen hören. Idee ist, ob man das eben zukünftig dann auch anderen zur Verfügung stellen kann, die Leitfäden erstellen, dass nicht jeder eben es von Anfang an macht und immer neue Erfahrungen sammeln muss. Und natürlich hätten wir auch Interesse daran, wir sind jetzt gerade in der Pilotierung, da auch noch so für die restlichen Schritte, die wir machen, noch Anregungen zu bekommen. Also wir machen Gallery Walk mit euch und ich habe schon den Link hier für die Session reingepastet und würden uns freuen, wenn ihr dabei seid. Sehr gut. Tut ihr das ein Mitmachding. Tut ihr das irgendwo dokumentieren? Weil ich glaube, das wäre so ein Ort, wo man nach wir sammeln haben, könnte. Also wir haben richtig, das ist richtig schön visualisiert jetzt auf dem Miro-Board. Ah, perfekt. Genau. Dann können wir nachher vielleicht den Miro-Link da noch mit reinpacken. Ne? Weil ich glaube, auch die, die nicht dabei sind, die könnten dann noch Dinge ergänzen vielleicht. Das ist wichtig. Super. Ja, können wir machen. Ich kann den Miro-Link auch gleich schon teilen. Du könntest ihn auch ins Protokoll gleich reinschreiben. Das müsste jetzt gehen. Einfach hier auf Bearbeiten klicken. Dann können wir das gleich ausprobieren. Genau, in der zweiten Runde, ich mache immer mit dem Carsten Ehms, wir haben mal daran gearbeitet, die 3 Core-Canvases zu vereinheitlichen. Das ist so ein Regeltermin, der ist jeden Freitagnachmittag. Den habe ich immer mit reingepostet. Und da werden wir heute dran arbeiten. Wir haben jetzt die Canvas-Felder für Individuen, Teams und Organisationen vereinheitlicht. Und arbeiten jetzt dran, Leitfragen zu erstellen für jedes dieser Felder, die kompatibel sein sollen mit der ISO 9001 und der ISO 30401, also dem Wissensmanagement-Standard, dass man quasi eine Kombination hat aus dem Canvas plus welche Fragen stelle ich mir zu jedem Feld des Canvas und das durchgängig quasi durch die 3 Ebenen von LernOS. Also falls da jemand Lust hat, da sind wir auf Jitsi, haben wir alles durch, Teams, Zoom und Jitsi. Kann da gerne sich mit einklinken. Okay, dann würde ich sagen, Hammers. Vielleicht bis später in einer der Sessions. Ansonsten schöne Ostern und bis in einem Monat. Jo, danke euch allen. Ja, ciao. Ciao. Tschüss. Ciao.